So, Freunde, und das sind wir wieder zurück bei Minecraft. So, zurück zum Spiel. Söhrchen. Da werden wir mal schauen. Wir gehen mal hier hoch und werden mal. Wir haben jetzt ein bisschen was dabei. Da können wir mal den Turm wieder oben vollenden. Oder wir hatten Klöber, der fehlte Klöber noch was. Ne? Braucht ein Klöber noch ein bisschen was an den Gestein, den soll es sein. So, kann man nämlich da oben gleich mal ein bisschen weitermachen. Stein, den soll es sein. Haben wir eine Leiter hier? So, hat mich hier auch schon eine Leiter dran gebaut. Das wird schon mal schön. Das ist schon mal schön. Hat man die Öl schon bis oben hingezogen? Ich habe mal Öl schon bis oben hingezogen, zumindest so weit gekommen. So, dann müssen wir das mal. Das ist auch keine Dings mitgenommen, ich trottel. Hätte man natürlich auch gleich mitnehmen können, da hätte man nämlich auch gleich den Boden einzimmern können hier, aber so weit hatte ich noch nie gedacht. Deswegen haben wir das jetzt mit dabei. So. 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 Und das haben wir jetzt keinen gemacht. Den setzen wir natürlich noch schnell hin. Und abwärts, Brudi, abwärts. Das wird hier noch sehr interessant. Eigentlich ist ja mal geplant, dass so später, wenn wir hier fertig sind, irgendwann mit der ganzen Mauergeschichte, dass du von jedem Punkt der Mauer über die gesamte Mauer rennen kannst. Das hatte ich eigentlich geplant, überall Zugänge zu machen. Damit du auch nicht weit rennen musst, kannst du gleich über die Mauer rennen. Dann hatten wir auf jeden Fall da. Den setzen wir ja hier hin. Und abwärts, Buddy, abwärts! Und hier hin. So, dann hämmern wir hier ein bisschen was raus. So, dahin und dahin. Und dann hier so. Wir schwitzeln die Föden. Das ist auch nicht so gut.
Ist gar nicht, ob das hier was bringt. Ja, hier können wir auch was machen. So. Dann geht das ja hier rüber. Das müssen wir dann noch ein bisschen anpassen hier. Das geht dann da drüber. Das müssen wir dann auch noch anpassen hier, den Hügel. Bevor sie hier drüben im Turm raus können. Ein grüner Papayai. Scheiße, ich will den grünen Papagei haben. Da haben wir ein bisschen Korn. So, wenn du nicht viel Korn haben willst, ne, kriegst du wieder Korn. Grüner Papagei, wer bist du? Digga, du frisst aber auch eine Menge, ne? Ich glaube, du brauchst noch mehr Körnis für dich, oder? Genau, Papayai. Den wollen wir natürlich schon. Wir haben 9 Stück, sollte reichen, den Papayai zu kriegen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten muss ich ihn wohl gewaltsam entfernen. Ah, jetzt ist er meine. Mit Papayai. Komm mit. Ja. Komm, kleiner Papagei, fliege mir hinterher, du Schrein. Wo bist du? Papagei, dort oben. Ist das gelb oder ist das grün? Das ist grün, oder? Könnte man mal Lava runterkippen, ne? So, guck dir das an, das ist dein neues... Das, komm her. Ja, fein. Ja, fein, guck dir das an, das ist dein neues Zuhause. Müssen Vogelkäfig bauen, großen. Einen schließen Vogelkäfig müssen wir bauen. Kommst du, Papayai? Du bist ein guter Papayai. So. Hey, Papa, Papayai. Ist der Bucky oder was? Mit Papayai. Stell dich meinen Freunden vor. Wo bist du? Komm, flabber mit her. Kleiner süßer Papayai.
habe ich den jetzt nochmal von der Schulter gekriegt. Wie kriegt man den jetzt nochmal von der Schulter? So. Ist doch nicht da drunter. Du Saftarsch. Komm, kleiner Babagei, komm her. Nein. Bleib doch dort sitzen. Ah, so ist es sitzen bleiben. Kleiner Papagei. So, da hast du dein Nest jetzt. So, da haben wir das auch geschafft. Da bleibt er schön dort sitzen, der junge Mann. Oder junge Frau, je nachdem, was für ein Geschlecht er hat, ne? So. Da schauen wir mal. Wir haben jetzt Turtelwale gebaut. Da haben wir vielleicht noch mal so ein bisschen an der Monsterfalle. In der uralten Monsterfalle rumbasteln müssen, dass wir da ein bisschen was ready haben. Weil wir werden auf jeden Fall noch mehr Cleanstone brauchen. So, damit ist das Dorf fertig, ne? Das ist ja Wahnsinn. Der Wahnsinn ist so's. Ah, der ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja Wahnsinn, ist das. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal da drüben hin. Wollen wir mal von der Ferne gucken, wie das aussieht hier. Da kommt es auf jeden Fall mal drunter, Daddy. Den Laden möchten wir mal bauen hier, dass wir mal hier ein bisschen Ausstellungsstücke haben und sowas, weißt du? Mal ein bisschen hübsch wird hier. Den Plunder möchten wir auch mal fertig machen. Jetzt krabbelt mir das Öre, das Öre ist Ohr. Auf jeden Fall irgendwas im Gesicht. Geht's hier hinten hoch. Ich meine, ja, so viele Türme da hin zu pflastern ist halt auch so komisch, ne? Aber ich finde, schräge Mauern sehen halt einfach nicht sexy aus, ne? Deswegen musst du eigentlich Türme hinmachen, damit du eine Ebene höher kommst. Ja, dann machen wir dort nämlich jetzt so weiter. Dann ziehen wir den ganzen Bums so rum. Und dann geht es dort unten weiter. Ja, da
Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao mit V.